dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Dann darf ich alle Gäste hier in der MDCC Arena begrüßen, liebe Pressevertreter. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des 1. FC Magdeburg. Endstand 2:0 gegen unseren Gegner Toguchi München, präsentiert von unserem Partner SWM Magdeburg. Wie gewohnt überlassen wir dem Gästetrainer das Wort. Alexander Schmidt, Ihr Eindruck zum Spiel bitte. Ja gut. Erste Halbzeit war es so, dass wir viel hinten nachgelaufen sind. Ja, der Gegner sehr quirlig, sehr spritzig, spielstark, ja, aus dem Zentrum raus mit Jakobsen. Mit guten Spielverlagerungen. Ja, war schwer für uns. Die Mittelfeldreihe war zu nah an der Abwehr gestanden. Wir hatten zu wenig Zugriff für meinen Geschmack. Ja, und zwangsläufig haben wir dann irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit das 1:0 kassiert. Ja, wir hatten jedoch in der ersten Halbzeit auch ordentliche Torchancen, wo man zumindest, ich sage jetzt mal, ein Tor hätten machen können. Ja, aber es war verdient, dass wir hier in Rückstand waren nach der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann besser ins Spiel gefunden. Und Gegner war trotzdem immer gefährlich. Ja, war ein intensives Spiel, ja, kampfbetont. Es war dann so gegen Ende, dass wir gute Chancen gehabt haben. Ja, speziell einmal Kirchicek. Dann der Volley-Schuss von Peter Sliskovic, ja, den ich eigentlich schon drin gesehen habe. Das waren so die Schlüsselszenen dann in der zweiten Halbzeit, wo wir einfach den Ausgleich hätten machen können. Und dann bekommen wir noch das 2:0, was dann sozusagen die Niederlage besiegelt hat. Insgesamt müssen wir einfach wieder ein Tor schießen. Ja, wir haben jetzt 2 Spiele ohne Tor. Und dass man hier dann mal 1 bekommen kann, das ist auch im Bereich des Möglichen, so war es dann. Ja, und wenn wir der Mannschaft jetzt nicht zu hart ins Gericht gehen, sie haben alles probiert. Was mich jetzt auch positiv gestimmt hat, war die Einwechslung von Omar Sijaric, ja, der als sehr junger Spieler für Betrieb gesorgt hat. Insgesamt fahren wir jetzt natürlich mit 0 Punkte heim und müssen einfach schauen, dass wir am Dienstag die Sache bereinigen und zu Hause in Heimsieg einfahren. Danke, Alexander Schmidt. Unser Cheftrainer Thomas Hockmann in Mitte. Ja, ich habe es schon draußen im Kreis gesagt bei den Jungs. Ich denke mal, es war wichtig, die 3 Punkte hier zu lassen. Ich denke mal, auch am Ende verdient, wie wir aufgetreten sind, die 90 Minuten. Die Basis hat heute gestimmt, die ich auch immer gepredigt habe, dass wir mit einer guten Einstellung und durchgängig die 90 Minuten eben den Gegner versuchen wollen zu bearbeiten. Das ist uns gelungen, gut gegen den Ball gearbeitet, viele tiefe Laufwege gemacht in den 90 Minuten. Dann auch rechtzeitig durch den kleinen Andreas Müller das 1:0 gemacht. Und ich freue mich einfach für die Jungs, dass sie sich heute belohnt haben für eine sehr, sehr engagierte Leistung. Ich freue mich eigentlich auch für das Umfeld, für die Zuschauer. Ich weiß nicht, wie wir oder wann wir das letzte Mal auch zu Hause die 3 Punkte gelassen haben. Und bin einfach nur auch glücklich für die Arbeit, dass die Jungs sich jetzt heute so belohnt haben. Danke. Danke unserem Trainer. Ja, dann würden wir die Fragen der Pressevertreter stellen. Von Münchner Seite gibt es keine Fragen, aber von der FCM-begleitenden Presse gibt es einige Fragen. Die erste Frage an unseren Trainer. Wie groß ist die Erleichterung bei dir heute nach dem Heimsieg? Ja, wie gesagt, wir haben immer hart gearbeitet die letzten Wochen. Wir hatten sicherlich ein paar Themen durch die Verletzten. Das haben wir nie groß thematisiert. Seit vorher Woche sind wir mit den verletzten Spielern, die zurückgekommen sind, mit den Neuzugängen viel besser aufgestellt, größeren Kader, mehr Möglichkeiten, flexibler. Und deswegen sage ich ja, freut mich das. Und dass wir so eine Art und Weise heute über 90 Minuten an den Tag legen konnten und sind einfach nur froh, die 3 Punkte hier zu behalten. Wie zufrieden warst du mit den Umstellungen, gerade mit Blick auf Beck, Bertram, Jasula, die
quasi auf der Bank saßen, beziehungsweise Sören war ja auch nicht im Kader. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben mittlerweile einen großen Kader. Wir brauchen am Ende alle. Das wird auch die nächsten Wochen so sein. Auch in der Zeit, wo wir viele verletzten Spieler hatten, brauchten wir die Jungs. Und wir wollten einfach Tempo auf die Platte kriegen. Wir wollten Umschaltmomente kreieren und die tiefen Laufwege schaffen. Und das ist uns gelungen mit den jungen Spielern wie Obermeier und Franzke oder den kleinen Müller. Und das war heute ausschlaggebend und deswegen haben wir uns heute so entschieden. Und in Ferl kann es schon wieder ganz anders aussehen. Welchen Impuls haben aus deiner Sicht die Einwechslungen mit Jürgen Jasula und Kai Brünker gebracht? Ja, ich glaube, Jasula hat den Standard geschlagen. Er ist ja auch für uns ein wichtiger Standardschütze. Und Kai Brünker hat das Tor gemacht. Also ich meine, das hat dann gepasst. Und es war dann am Ende auch richtig. Abschließende Frage, mit Blick auf Dienstag geht es gegen Ferl. Englische Woche, die wird sozusagen fortgesetzt. Was erwartet uns da jetzt insgesamt nach dem heutigen intensiven Spiel? Na, ich habe es ja heute schon gesagt, dass Kitschi München ein guter Aufsteiger ist, ein anderer Aufsteiger als sonst. Und die haben 6 Punkte geholt in den 4 Spielen. Und das Gleiche gilt für Ferl, ein guter Aufsteiger, die gut in die Runde gestartet sind. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir schnell regenerieren, alles morgen gleich wieder ordentlich auswerten und dann bereiten wir Ferl ordentlich vor. Und dann geht es Dienstag schon weiter und da wollen wir weiter Punkte sammeln. Ja, dann sage ich danke an beide Trainer. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise. Alles Gute Dienstag gegen VfB Lübeck. Ja, danke. Spiel. Und wir bedanken uns bei allen Gästen in der MDCC Arena, bei den Pressevertretern und wünschen ein angenehmes Wochenende. Danke.